So, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie wir den Tempel gestalten werden. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gemacht, aber ich möchte es dieses Mal gerne ein bisschen anders haben, ein bisschen größer vor allem. Das Original, was ich in meiner privaten Hardcore-Welt gemacht habe, habe ich Crossroads-Tempel genannt. Und das war tatsächlich sogar mein zweiter Wüstentempel, den ich überarbeitet habe. Ich habe dann zum Beispiel hier an den Ecken, hier hinter den Ecken noch weitere Türme hinzugefügt. Ich habe hier den Teil angehoben, damit man noch einen Raum hier reinkriegt und darüber halt trotzdem noch in die Pyramide eine Beacon reinknallen kann. Und später habe ich dann auch hier oben in die Türme auch kleine Beacons integriert. Und von diesem Tempel gingen dann halt Wege in alle Richtungen, die aber verschiedene Farben hatten. Also ich habe dafür Concrete Powder genommen. Eigentlich wollte ich roten Sand dafür nehmen, wozu wir auch Zugang hätten, weil wir haben ja beim letzten Mal ein Mesa-Biom gefunden. Aber ich habe festgestellt, dass Concrete Powder sich dafür auch sehr gut eignet und deutlich einfacher zu bekommen ist. Aber zuallererst, genau, und für dieses Mal habe ich mir überlegt, dass wir in den Tempel hier eine Wasserquelle integrieren könnten, die dann praktisch mit einem Art Sandsteinaquädukt bis zu dem Dorf da drüben halt laufen könnte. Und man könnte sich dann heute denken, dass das Dorf, wenn wir damit auch noch später was machen, praktisch um diesen Tempel rumgebaut wurde, eben weil diese Wasserquelle da drin ist. Und es halt ein Ort für Reisende ist, die herkommen und praktisch hier eine. Das heißt Oase, es ist eine Wasserquelle und eine Oase kann man vielleicht noch in das Dorf einbauen. Wo fängt man am besten an, um den auszugraben? Also der Boden ist hier. Genau, der Boden von einem Wüstentempel ist nämlich, glaube ich, immer bei Y64. Oder Facing Block, Looking at Block, Target Block. Ja, 64. Der Boden von einem Wüstentempel ist immer bei 64. Und hier müsste der Eingang sein, weil der Eingang ist genau. Das heißt, den Sandstein hier können wir zum Beispiel schon mal mitnehmen. Dieses Mal möchte ich die Türme gerne praktisch von der Pyramide trennen, dass wir aber praktisch eine kleine Mauer drumherum haben. Eine Mauer, für die die Creeper bezahlen werden. Die Türme halt auch noch mal ein bisschen anders sind. Auf der anderen Seite soll man schon erkennen können, dass es ursprünglich eine Vanilla Minecraft-Struktur ist. Moment. Das hier kann ich deutlich einfacher lösen. Okay, hier ist. Das gehört noch zum Tempel. Aber Sandstein ist gut, weil Sandstein ist, wenn man es nicht natürlich vorkommt, findet, teuer. Vor allem roter Sandstein, weil roter Sand ja nochmal. Man kann roten Sand ja nur in einem Biom kriegen. Und halt vom Trader, aber halt nur irgendwie in. Ich meine, der verkauft es zwar gelegentlich, aber in einem Einserhandel und ich glaube, den macht er vielleicht 6, 8 Mal. Aber wenigstens werden wir dadurch auch erstmal Sand haben und Sand ist, finde ich. Sand ist so eine Sache. Ich finde, wenn man keine Wüste rum in der Gegend hat, ist Sand immer sehr nervig zu bekommen, weil ich bin jemand, der ungern Biome zerstört. Und dann ist eigentlich die einzige Alternative, die paar Mengen zu nehmen, die man in einem Fluss findet, oder einen Strand zerstören. Wovon ich kein wirklicher Freund bin. Ja, wenn man eine Wüste hat, ist natürlich Sand gar kein Thema. Und Sand wird für, ich meine, für Glas benötigt und für Beton. Von daher finde ich es auch ehrlich gesagt schade, dass Sand noch nicht erneuerbar ist. Ich meine, es gibt ein paar Glitches, die zeitweise funktioniert haben oder zum Teil, glaube ich, auch noch funktionieren. Ich glaube, es gibt immer noch einen. Ich weiß nicht, ob er noch in 1.16 funktioniert, aber es gab mal einen mit einem Endportal, wo man aber, glaube ich, auch drei der Portalblöcke löschen musste. Ein Enderman. Mit dem legen wir uns auf gar keinen Fall an, solange wir nicht mindestens Diamantrüstung haben. Da ist noch einer. Bro, bitte. Vielleicht teleportiert er sich noch in mein Sichtfeld und ist mad. Ich meine, ich habe einen Wassereimer, aber. Ich glaube, wenn ich mit einem Wassereimer ist, interessiert ihn nicht, ob ich den ausschütte, oder?
Zumindest müssen, ich meine, sie verlieren dann ihr Aggro, wenn sie von Wasser Schaden nehmen. Okay, genau, hier war diese Kuhle, da hatte ich hier eine Art, also ich habe den, wie gesagt, den Teil hatte ich höher gemacht. Hier war eine Wand, hier konnte man dann auf anderen Seiten reingehen. Hatte ich einen Raum, wo mein Schlafzimmer war. Ach, ich will keine Ho 4 Eisenhose. Also das wäre Instant Regret, wenn wir das gemacht hätten. Jetzt möchte ich wissen, was hier ist. Oha. Okay, das war nur. Ich dachte, es wäre ein Bogen. Aber es ist nur eine Höhle mit einem Creeper drin. Okay, also da dürfte jetzt zumindest nichts mehr spawnen. Wenn ich das nächste Mal weggehe, ist das dann auch leer. Aber mit einem Creeper möchte ich mich nicht anlegen auf so enger Distanz. Und ein Skelett ist ja auch noch da. Und ich glaube, man kann nur einen Treffer direkt hintereinander blocken. So, lass mich raten, wir waren wahrscheinlich nicht weit genug weg, dass du verschwindest. Das, oh Gott, wir haben den jetzt nicht angesehen, oder? Okay, er scheint nicht mad. Hallo Spinne. Tschüss Spinne. Da ist ein Skelett. Meine, langfristig müssen wir es dagegen unternehmen, sonst haben wir die ganze Zeit Monstergeräusche daneben, aber im Moment ist mir das gerade alles nicht wert. Genau, den Eingang muss ich mir gleich überlegen, wie ich den löse. Als ob jetzt schon wieder Nacht ist. Es gefühlt irgendwie alle 2 Minuten Nacht. Ich glaube, wir sind nicht nah genug dran, dass das Zuckerrohr wachsen kann. Leider auch keine Fischspawns. Haben wir. Das Ding ist, ich glaube, AFK Fischfarm, da ist halt wirklich nur die Chance genervt, dass man Schätze findet, wenn nicht bestimmte Bedingungen erfüllt ist. Aber ich glaube, Fische kriegt man noch ganz normal daraus. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob wir zwischendurch in den Kisten auch Spinnenfäden erbeutet haben. Ja, haben wir. Aber ich glaube, wir brauchen 3, oder? Ich vergesse immer, wie eine Angel gemacht wird. So. Pass auf, wir nehmen das Bett kurz mit. Vielleicht bekommen wir sogar noch was Nützliches hier raus.
Verrottetes Fleisch. Toll. Aber vielleicht kriegen wir ja mal eine bessere Angel hier raus. Also man kann ja auch eine bessere Angel durch Angeln bekommen. Also Angeln ohne verzauberte Angel ist echt eine kleine Geduldsprobe. Ich glaube, bis zu 45 Sekunden dauert es, bis was anbeißt. Und durch Lure wird das halt alles verkürzt. Andererseits kann es natürlich auch manchmal schnell gehen. Ich lasse hier mal gerade offen. Ich weiß noch nicht, wie das später aussehen wird. Aber mindestens zwei Stacks werde ich noch brauchen. Das ist die Sache, Sandstein ist so teuer. Also wenn man nicht gerade, ich meine gut, ich werde gleich noch welches bekommen, wenn ich das Ding innen ausbaue. Aber das Zeug zu craften ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Alles möchte irgendwie da, dass ich in diese Höhle reingehe. Kann mir nur gerade nicht richtig vorstellen, wie ich es vorhatte. Wenn ich so. Die Frage ist, sieht das dann gut aus? Ich bräuchte mal eben ein paar Slabs zum Testen. Natürlich habe ich nur die zwei, dann mache ich es halt so. Ach so, jetzt, super, jetzt hat es gerade geleckt. Beziehungsweise das Interface hat sich nicht richtig geupdatet. Mal gucken. Das ist, finde ich, also so geht es. Das hier sieht nur leider komisch aus. Aber wenn man die normalen nehmen würde. Ich liebe es, wie die Slabs einfach doppelt so lange brauchen, um abgebaut zu werden, wie die kompletten Blöcke. Wobei, nee, so kann ich es nicht machen. Also, doch, kann ich. Muss ich sogar. Was heißt müssen, aber es geht auf jeden Fall. Da muss ich nur gleich unter Umständen die Treppen anpassen, dass die halt Ecktreppen werden. Aber. Wenn wir es jetzt so machen. Geht, finde ich. Wenn wir jetzt noch das so und ja. Nee. So. Und dann hier draus machen wir das. Dann sieht's okay aus. Wir könnten natürlich auch noch mal eine Mine graben. Die Frage ist, wo?
Ich meine, im Dorf ergibt irgendwo Sinn. Generell können wir sie auch später wieder zugraben. Also beziehungsweise den Eingang versiegeln. Ach stimmt, hier ist Lava. Hier ist ja die Schmiede. Das heißt, man sollte man vielleicht ausnutzen. Abgesehen davon, da in der Kiste müsste noch. Ich komme jetzt natürlich nicht dran. Roher Fisch und Rüstung, aber nichts, was besser als das, was wir haben. So, dann schmeiße ich die gerade in den Smoker. Gucken, bietet es sich hier irgendwo an? Ich meine, ein Schmied würde ja theoretisch davon profitieren, eine Mine in der Nähe zu haben. Was ich ja echt an der Dorfgeneration nicht mag, ist, dass es so kaputt aussieht. Meine, wir haben hier einen Schmied, den können wir später auch noch so dahin kriegen, dass der uns Sachen Diamantsachen verkauft. Hier ist Weg. Der endet hier. Naja, schön ist was anderes. Auch nicht euer Ernst. Aber da müssen wir die unmittelbare Nähe auch unbedingt ausleuchten. Beziehungsweise am liebsten hätte ich Zäune, aber. Doch, das ist machbar. Und Moment, wir können ja zumindest ein bisschen mehr investieren, dass es halbwegs brauchbar aussieht. Da brauche ich aber kurz Eisen. Wir holen ja gleich eh noch mehr. Und dann holen wir uns welche von denen. Halbwegs sicher. Das heißt, wir werden zumindest nicht von da aus überrascht. Ach, das ist das Gebäude. Ich kann den Himmel nur von hier. Hä? Oh, ich dachte schon, was kommt da runter? Was ist nur die Katze? Okay, und dadurch, dass wir so weit weg sind, wird das Gebäude nur geladen, wenn wir zoomen. Das ergibt natürlich Sinn. Ich dachte schon, was kommt da die Treppe runter? Boah, hat diese Ader mal ein Ende? Wir werden da wahrscheinlich gleich reingraben. Aber wir gehen da auf gar keinen Fall rein. Schluchten auf Hardcore sind Todesfallen. Es reicht, wenn ein Creeper von oben runterfällt, man ist instant weg. Hallo?
Die können wir uns direkt mal merken. 4. Sechs, sieben, acht. Nice. Am besten natürlich mit einer Fortune 3. Echt jetzt? Drei, vier, fünf. Okay, das sieht nach einer Fünferader aus. Was wir noch unbedingt brauchen, ist Leder. Beziehungsweise müssten Bücher halt craften. Dann können wir zumindest schon mal Spitzhacken normal verzaubern. Ich meine, der eine Bibliothekar hat Bücher. Also neun Bücherregal hat er, glaube ich, und 15 bräuchten wir. Aber ich klaue diese ungern. Was man mal gucken könnte, ist, ob der. Ich bin mir nicht sicher, ob er die Bücherregale kauft oder ob er sie verkauft. Wenn er sie verkauft, dann haben wir Glück. Weil dann müssen wir keine Tiere farmen. Wir müssen dann erstmal nur einen Weg finden, um an Emeralds ranzukommen. Weil an dem Punkt, dass wir Zombie-Villager. Wobei doch heilen könnten wir sie schon. Oh nee, könnten wir nicht, weil wir bräuchten Tränke dafür. Und wir können keine Tränke brauen, bis wir im Nether waren. Die Zutaten an die kämen zwar alle ran. Aber wir könnten weder einen Braustand craften noch ihn betreiben, ohne. Selbst wenn wir einen hätten. Manchmal spawnen sie ja in Dörfern. Aber wir hätten halt keinen Treibstoff dafür. Also kein Brennmaterial. Okay, nope. Nope, 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 nope. Über uns ist ein Minenschacht. Aber das sollten wir uns vielleicht mal markieren. Den können wir, wenn wir besser ausgerüstet sind, durchaus mal erforschen. So, 5, da drüben sind 8, das wären 13 Diamanten. Und so. Ich glaube, das reicht auch gerade. Okay, es ist eine Katze. Und Katze bedeutet schon mal kein Creeper in der Nähe. Boah, ich dachte schon, das wäre. Alter, dieser scheiß Wandering Trader, ist das der gleiche von. Das kann eigentlich nicht sein, dass das der gleiche ist, oder? Der ist doch schon ewig hier. Ich hab gedacht, du bist eine Witch. Das hätte ich jetzt gar nicht brauchen können. Da ist eine Spinne, die können wir eigentlich gerade mal. Die können wir eigentlich gerade mal schlachten. String können wir eigentlich gut brauchen. Hä? Wir hatten dich doch extra auf Mending gebracht. Oh Mann. Ist doch jetzt nicht wahr. Sag ich muss den ganzen Scheiß mit der scheiß Lecter nochmal machen. Aber warum hat er denn jetzt die Handel gewechselt? Das machen die normalerweise auch nur, wenn sie ihren Job verlieren. Halt, also natürlich noch nie gehandelt haben. Aber wenn sie noch nie gehandelt haben, müssen sie ihren Job verlieren und neu annehmen. Wir hatten den auf Mending.
Für irgendwie 30 Emeralds. Das heißt, ich muss dieses Mal auch irgendwie ihn direkt halt darauf einloggen können. Aber wenn ich jetzt, wenn ich nochmal mit einer Diamantspitzhacke in die Mine gehe, möchte ich zumindest Mending drauf haben. Also zumindest die ganze Kohle, die ich damit abbaue, würde dann nochmal die Haltbarkeit erhöhen. Am besten wäre es natürlich, wenn man noch vorher richtige Enchantments draufknallen könnte. Das Problem ist nur, so viel XP habe ich auch leider gar nicht. Und hier das Zuckerrohr ist zu weit weg. Das wächst nicht, während ich an der Pyramide bin. Aber vor allem brauche ich jetzt erstmal eine provisorische. Obwohl, warte. Ja, ich krieg die jetzt gerade wahrscheinlich nicht aus dem Stegreif gebaut. Und das Ding wäre laut. Ich weiß nicht, ob sie in 1.16 noch funktioniert. Aber theoretisch mit einer Zero-Tick-Farm bekäme man sehr schnell sehr viel Papier. Ich meine, jetzt erstmal kann ich nur Wasser anbieten. Das hier bleibt auch auf gar keinen Fall so, das kann ich jetzt schon mal sagen. Die Farm wird. Also ich baue jetzt hier keine riesen Farm, weil die wird eh noch bewegt. Pass auf, dann können wir eigentlich mal hier für eine Verzauberecke planen. Die wird da nicht bleiben, aber. Ich möchte noch nicht zu viel Aufwand investieren, bis ich nicht halt ein Elytra und alles habe, weil wenn ich sterbe, dann wahrscheinlich im End. Und dann wahrscheinlich durch die Void. Hatte ich nicht vorhin. Ich hatte Leder rausbekommen, ne? Kein Buch. Ein Leder. Gerade schauen von den anderen Trades. Wobei, wenn wir einen Fletcher hätten, bräuchten wir eigentlich nur Holz. Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob ihr überhaupt einen Beruf annehmen könnt. Wie ging nochmal an? Ich glaube, ein Fletching Table war 4 Holz und 2 Flint. Weil dann brauchen wir wirklich nur Holz. Damit kämen wir dann zumindest an unsere ersten Emeralds ran. Level 33, das wäre schon mal genug für 2 Verzauberungen.
Können Sie, du meinst, das geht? Also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht Nutzer sind. Weil ich höre immer, die mit den grünen Roben sind die Nichtsnutze. Und die tragen halt beide grüne Roben, aber es ist halt auch die, sind halt auch die, ist auch die Wüstenvariante. Hallo, geh bitte mal da weg. Ich möchte gerne einen Tisch platzieren bei euch. Yep. Klappt. Pass auf, wie viel möchtest du für. Ja, der vertickt die Pfeile erstmal nur. Lass mal einen, ich will nicht unbedingt das. So, geht mal bitte. Könnt ihr bitte nicht? Emerald für Sticks. Und damit er auch nicht auf die Idee kommt, den Handel auch zu verlieren. Also mit anderen Worten ist es 4 Holz und. Egal, das muss es erstmal tun. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz Holz farmen. Und dann gibt es Stongs. Also es ist noch, definitiv noch nicht genug Stongs. Da wäre es natürlich jetzt sehr schön. Zombies heilen zu können. Weil ein Stick für ein Emerald ist schon wieder eine andere Geschichte.